Und damit willkommen zurück zu Die Kekkos sind alle nur am Ballern und ich habe keine Lust mehr auf dieses LP, weil die Missionen nicht laden. Dem tollsten Spiel, EU West. Über dessen Release wir uns alle freuen. Hier wird mir die Mission angezeigt in 100 Meter Entfernung. Ich gehe der Mission nach. Die Mission wird mir grau auf der Minimap angezeigt. Und sie ist nicht spielbar. Sie ist immer noch deaktiviert. Ich gehe davon aus, dass ich wirklich erst wieder einnehmen muss. Weil alle anderen Missionen haben ja andere Farben. Die einen sind grau-weiß, die anderen sind rot-weiß. Und diese Hauptmission, sag ich mal, ist schwarz-weiß. Und die da hinten ist auch schwarz-weiß. Also gehe ich mal davon aus, ich muss erst die da machen, bevor ich das andere machen kann. Was mit den Lichteffekten übrigens ist, habe ich absolut keine Ahnung. Hä, was sollte das denn schon wieder? Der Typ zieht an mir und beginnt dann gleich einen Kampf, obwohl ich an ihm vorbeirennen wollte. Und macht dann noch meine Werbefreundlichkeit kaputt, indem man das Haar so ein Wort droppt. Ich glaube, es hackt. Shit. Shit. Ich wollte es einfach nur spannend machen für euch. Okay, 160.000, alles klar, es wird geböllert. Leute, es wird geböllert. Das heißt, die Montur klatschen wir mal kurz weg. Beine. Alles klar, Leute. Zack, die mittelalterlichen, man kennt es. Verbessern, man kennt es. Natürlich würde ich die Brust auch gerne verbessern, aber dafür habe ich nicht 10.000. Was ist eigentlich das hier? Boost ist überhaupt nichts, was ich brauche. Und noch mehr Leben für uns, Alter. Eigentlich wollte ich die nicht töten. Hier ist auch noch eine Befreiungsmission. Alter, die Lichteffekte brutzeln mir die Augen, die Dingshaut weg. Ich weiß nicht, wie sie heißt. Die Netzhaut weg. Dankeschön. Hallo, mein Freund. Ja, die Offiziere töten. Das sollte kein Problem werden. Zumindest kein allzu großes Problem. Der Nebel kommt uns eigentlich nur zugute. Dafür wird jemand büßen. Shit. Sitzt dir die Hose etwa zu eng? Ja, ein bisschen. Sitzt dir die Hose etwa zu eng? Ja, ein bisschen. Ich leg dich um. Genau. Was hast du bereut?
Shit. Geht in seinen roten Winkel. Nach dem Bastard. Seht ihr das? Die ballern schon wieder alle auf mich. Ja, super, nur hat mal wieder richtig geklappt mit dem einmal drüber klettern und dann ist er weg. Natürlich sind wir nicht drüber geklettert und wurden angegriffen. Das Licht flackert wieder in meiner Fresse. Ich habe wieder Augenschmerzen ohne Ende. Leben ist schlimm. Das war's für dich. Ich konnte mich nicht dagegen wehren. Ich habe zwar den Knopf gedrückt, aber es hat mal wieder nicht reagiert. Das ist ein Kekko-Game hier. Kommen wir zu Assassin's Creed Kekko. Wir befinden uns hier in einem nuklearen verstrahlten Gebiet, nuklear verseuchten Gebiet. Die Mädchen ist voll. Rauchbomben, kriegen wir vielleicht noch eine? Jawohl. Okay, wo ist jetzt die Person da unten? Zack. Tschüss. Natürlich wurde wieder auf uns geschossen. Ich würde wirklich nicht entkommen. Alter, renn doch durch die Bäume. Ich konnte mich wieder nicht wehren. Habt ihr gesehen? Ich bin noch in der Kill-Animation und werde wieder angegriffen. Das ist so ein Schweinegame. So, hab ich dich. Halt die Schnauze. Die Klappe, den Spruch höre ich heute zum fünften Mal. Hätte die Hose etwa zu eng? Das hast du mich jetzt das zehnte Mal gefragt. Gott, den muss wer in den Kerker stecken. Hier war das der Kekkos. Der wollte schon wieder schießen auf mich. Eine coole Aktion. Hey, kenne ich dich nicht, du diebischer Bastard. Ja, du kennst mich. Ich bin der Typ, der deiner Tochter die Jungfräulichkeit geklaut hat. Erinnerst du dich an mich? Und die Mission ist immer noch nicht verfügbar. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Glaubt ihr, es ist verbuggt und ich soll das Spiel einfach nochmal neu starten? Ob das hilft? Oder ist die Mission im Untergrund? Und deshalb ist die Mission auch grau angezeigt im Overbildschirm. Im Overbildschirm. Auf der Overworld. Auswählen auf der Overworld-Karte. Soll ich mal in den Untergrund gehen? Wir gehen mal in den Untergrund. Ey, wenn das das Rätsels Lösung ist.
Wenn das jetzt das Rätsels Lösung ist, ist das echt erbärmlich. Vorher sollten wir noch mal einen Händler aufsuchen. In der Richtung. Nein, Arno, diesmal nicht hier hoch, diesmal nur da rein. Und gleich noch ein paar Dietriche dazu. Okay, und dann wird er runter in den Untergrund. Andere Richtung. Alter, das dämliche Licht flackert und flackert. Ich habe richtig Augenschmerzen davon. Ich habe kein Problem mit Strobolicht. Aber wenn dieses hässliche, orangene Licht leuchtet und das flackert, da kriege ich Augenschmerzen von. Dieses hässliche, typisch leuchtende Lampen-Orange. Ich hasse diese Farbe. Es ist ein so unnatürlich hässliches Licht. Nein, ins Fenster solltest du reingehen, du Trottel. Ach ja, komm, und wieder habe ich eine Fresse bekommen. Ja, moin, Alter, wir hätten die ganze Zeit diese dreckige Mission machen können. Das Problem ist halt wirklich, sie ist einfach nur unterirdisch. Nein. Hätte schwören können, der kam hier entlang. Ich bin nicht einfach so verschwunden. Ich sehe nichts. Kameraführung. Falscher Patriot! Und das... Mir tun die Augen weh. Oh, jetzt kann ich mir wieder Medizin reinpfeifen. Oh, ich hasse dieses Spiel bis zum Abgrund, Alter. Ich hasse, hasse, hasse dieses Spiel. Das ist so behindert gemacht alles. Komm, wir machen schnell, weil ich habe da jetzt auch keinen Bock hinzugehen. Also mein Geduldsfaden ist mittlerweile am Ende. Das Licht flackert, ich habe Schmerzen in den Augen. Ich hätte die ganze Zeit diese Mission machen können, aber sie war im Untergrund. Woher hätte man das wissen sollen? Ich habe keine Ahnung. Dann wird man ständig angeschossen, verschwindet ständig Munition. Alter, kann ich mal aufhören, Munition zu sagen? Ich dummer Idiot. Die ganze Zeit sage ich Munition. Es heißt verfickt nochmal Medizin. Entschuldigung, dass ich gerade so wütend werde. Es ist mittlerweile 2 Uhr morgens und ich habe schlechte Laune. Was bedingt durch meine Müdigkeit wahrscheinlich auch entsteht, dass ich gerade sehr leicht reizbar bin. Und keinen richtigen Satz mehr hinkriege. Und ich habe mir so doll vor den Kopf eben gehauen mit der Faust, dass ich Kopfschmerzen habe. Geil, danke dafür. Aber hey, dieser komische Lichtbug ist endlich weg. Guck mal, so sieht das Spiel normalerweise aus. Ach nee, komm nicht in das Wald, komm da den Typen. Da habe ich jetzt auch keinen Bock drauf. Ach
komm, wir bleiben eher, weil... Passt gerade. Ja, noch 10 Minuten. Videos. Danach muss ich ja noch weiter aufnehmen. Trotz Müdigkeit. Aber das soll mir an der Stelle eigentlich auch egal sein. Tut mir leid, mein Freund. Die napoleonischen Zwergdinger da werde ich übrigens nicht machen. Napoleon-Zwergspitze. Ne, zwei Spitze. Ich renne auch jedes Mal wieder in dieses Loch rein und bemerke, dass hier Gegner sind. Und denke mir dann, shit. Ja, den konnte ich nicht sehen. Die Kameraführung ist jetzt auch in diesem Moment schon wieder... Und wieder kann ich mir eine Medizin reindrücken. Hey. Kameraführung ist der letzte Dreck in diesem Spiel. Ganz objektiv gesehen ist die Kameraführung der letzte Dreck. Seht mich doch an, Bürger. Helft mir. Ich werde hier nicht hören. Ich brauche einen Augenblick, um zu kämpfen. Ich flehe um Gnade. Er fleht um Gnade. Es da 40.000. Yo, das Relikt beschaffen. Das ist die letzte Mission, Leute. Und hoffentlich schaffe ich das auch in den verbleibenden 8 Minuten. Spoiler. Werde ich nicht. Und nun zum Artefakt. Verzeihung. Ein meisterhafter Dieb. Herzlichen Dank. Und was ist mit dem Kommandant? Sag ihm, dass ich kündige. Was ein mieses Arschloch, Alter. Ich hoffe, dem können wir auch die Klinge reindonnern. Das Licht flackert übrigens schon wieder. Ich weiß, was ich tue. Ganz Frankreich zählt auf dich. Kleiner Mann, danke. Und jetzt verschwinde, das ist mein Ernst. Warum? Ich will herausfinden, was sich im Tempel verbirgt. Und der Kapitän? Er wird scheitern. Ich bin Assassine. Stimmt, wir wurden ja ausgestoßen. Bisher wurden wir ja nicht nochmal aufgenommen in der Bruderschaft. Zumindest nicht offiziell. Es gab zwar eine Cutscene, wo ein anderer Assassin nochmal mit uns geredet hat, einer der Meister. Ich glaube, Gemar war das, der mit uns geredet hat. Der etwas ältere. Aber sonst... Geht das los? Das Schlimme ist, ich weiß nicht mal, wie ich da hochkommen soll. Ich bin aktuell auch einfach zu müde, um irgendwas zu checken.
Kleiner Tipp am Rande, wenn ihr später mal einen YouTube-Kanal haben wollt oder bereits einen habt, aber nicht so groß seid, genauso wie ich. Nehmt nicht übermüdet irgendwelche. Das ist doch eine Verarsche. Das ist doch eine Verarsche, Alter. Anstatt dieser dämliche Hundesohn sich da festhält. Kommt mir jetzt nicht mit, das liegt an deiner Übermüdung. Das war einfach nur wieder mal dämlich vom Spiel, dass er nicht hier diesen Sprung gemacht hat. Nee, hä, warte mal, wo bin ich jetzt? Ach komm, da brauche ich wieder diese dämliche Laterne. Laterne, Sonne, Mond und Sterne, kümmere mich mal am Arsch. Okay, das hätten wir schon mal. Laterne war hier unten. Das Rätsel habe ich ja schon mal irgendwann gemacht. Und wenn ich jetzt wirklich durchkommen sollte, war ich noch nie so schnell durch dieses eine Rätsel hier durch. Normalerweise brauche ich hier... Oder habe ich bisher hier... Oh, tatsächlich. Jetzt kommen wir langsam dem Finale immer näher. Und offenbar auch dem Tod. Nice. Das wäre übrigens ein cooles Thumbnail gewesen, gerade eben. Und ich bin so todesübermüdet. Ich zwinge mich hier gerade weiter aufzunehmen. Obwohl es... Oh shit, nach 2 Uhr ist. Ihr müsst wissen, ich habe einen Biorhythmus wie sonst was. Die Sache ist, wir müssen diese Kekos hier umlegen. Nein, ich soll mich nicht abhalten hier. Ey, ich kann nicht angreifen. Ich drehe mich zwar im Kreis, aber ich kann nicht angreifen. Wie ich sowas hasse. Und deine Reichtümer. Halt! Ihr haltet mich nicht auf. Wie komme ich da rein? Geh auf, verdammt! Tja. Das Artefakt wirst du niemals kriegen. Ich habe die Artillerie zum Beenden der Belagerung abkommandiert. Stehlt das Artefakt und eure Belohnung wird viel höher als das, was Kommandant Bonaparte euch bot. Wohin bringe ich es? Zu Mademoiselle Eva. Ah ja.
Geld also wieder. Ja, und schon habe ich es falsch gemacht. Oder? Nee, es ist richtig noch. Es wäre halt einfacher. Weißt du, eigentlich ist so die Sache mit dem Adlerauge, soll man das entziffern können, was hier steht. Es lädt einfach nicht. Wie war das mit Spielmechaniken, die eingebaut wurden, aber absolut nicht funktionieren? Das ist doch Bullshit, Leute. Mit dem Adlerauge, das soll man einsetzen. Jetzt wird's gezeigt, ja? Jetzt, wo es zu spät ist. Ist das geil. Das ist komplett die falsche Reihenfolge und ich kann diesen Quatsch da vorne nicht sehen. Okay, die letzten beiden sind die beiden da. Das heißt, erst kommt der, dann kommt der Mist hier, dann müsste das hier kommen. Wenn ich es eben, als es eben kurzzeitig zu sehen war, richtig gesehen habe, und dann müsste das hier kommen. Vive la France! Nehmt das Artefakt! Jetzt ist natürlich die Frage, wie kommt man hier am besten und schnellsten hoch? Natürlich, indem man klettert. Hahaha. Das war ja lustig, in einem Assassin's Creed Spiel klettern. Nun, mein Freund, werden wir sehen, warum sie dich wollen. Stell dich einfach mal vor, es gäbe solche Gebäude wirklich in echt. Und da kommen Fledermäuse an und greifen die Leute an. Das ist schwarze Magie. Der Kommandant darf es nie bekommen. Achtet einfach mal unten auf die Minimap. Und viele schwarze Punkte, die wir einfach auslöschen. Rote Punkte.
Lieber Arno, unsere Hoffnung für die Zukunft des Menschen beschränkt sich auf nur 3 Punkte. Napoleon Bonaparte, ihr werdet verhaftet wegen Verrats und Verlassen des Postens. Ausmerzung der Ungleichheit zwischen verschiedenen Nationen. Vorantreibung der Gleichheit in ein und derselben Nation. Alle einsteigen. Das hier muss zu Al-Mualim in Kairo. Ha! Und schließlich die wirkliche Besserung des Menschen. Tja. Und das war das DLC zu Assassin's Creed Unity. Und zwar Assassin's Creed Unity Dead Kings. Ein sehr spaßiges DLC, wie ich empfinde. Auch sehr spannend. Hier unterhalb der ganzen Katakomben, sag ich mal, lang zu laufen. Und das war eigentlich so die einzige Begegnung wirklich mit den Templerkräften. Denn wie wir gesehen haben, war in dieser Laterne, in der Schädellaterne, ein Edenapfel. Das, was eigentlich das Mächtigste ist und wonach die Assassinen suchen und was die Templer besitzen. Wie man in Teil 4 ja gesehen hat, kam Edward Kenway damit in Berührung und hat fast die ganze Karibik ausgelöscht. Ja. War auf jeden Fall sehr spaßig, das zu sehen. Was nur ein bisschen schade ist, dass wir die Macht der dunklen Waffe nicht nutzen können, sondern diese Schädellaterne jetzt einfach unsere normale Laterne ersetzt, was ich ehrlich gesagt nicht cool finde. Ich fand die normale Laterne schöner als die Schädellaterne, die wir jetzt mit uns herumschleppen müssen. Aber ansonsten ist es ganz okay. Ich liebe ja solche Riesentempel in irgendwelchen Videospielen, weil ich finde sowas beeindruckend irgendwie. Weshalb ich Teil 4 auch sehr mochte, weil da sehr viel von diesen Tempel, von den Templer-Tempel-Sachen waren. Wie dem auch sei, ich verabschiede mich an dieser Stelle und würde sagen, in den kommenden Folgen werden wir die ganzen Sidequests, Nebenquests, Attentate, Assassinenaufträge, Multiplayer-Missionen und sonstige Missionen erledigen. Bis auf die Inni-Dingsbums-Dinger da. Denn dafür wurde der Server eingestampft. Ich hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin, haut rein und bleibt gesund.